Willkommen zurück zu Dschungelbuch Groove Party. Hoffentlich mit einem jetzt nicht abstürzenden Spiel. Bei den Geiern, dann kommt noch Shere Khan und Shanti. Da hätten wir den schwierigen Schwierigkeitsgrad auch hinter uns. Dann kommt nur noch Experte und Verrückt. Und das wird sehr, sehr schwer für mich. Abgesehen davon, dass es eben zu Beginn des Liedes bei K, was heißt eben, also im Part von vor 3 Tagen dann für euch, im letzten Part, zu Beginn und am Ende des Liedes geleckt hat, was ich. Oh, ist schrecklich sowas. Das versaut dir einfach alles, weil du damit nicht rechnest. Na gut. So, meine lieben Geier, und ich finde den Kleinen ja so süß. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das das erste Rhythmusspiel, mit dem ich je in Verbindung, in Berührung kam. Sowas. Weil erst später dann mit dem PC und mit dem 3DS kamen halt die Curtain, die Third Rhythm Teil von Final Fantasy, beziehungsweise Osu. Ich denke, ich habe jetzt so viel Übung in diesen Spielen, dass ich besser bin als früher, dass ich das managen kann, nicht sofort abzuschmieren. Ich hatte schon immer ein gutes Rhythmusgefühl bei Liedern. Ich glaube, das habe ich von meinem Papa bekommen, dieses Musikgefühl. Ich bin froh drüber, weil ohne Musik könnte ich mir Leben gar nicht vorstellen. Ja, vermehr du mal. Ja, ich denke schon. Nee, das vergiss. Das sind die Pfeile, die sich bewegen. Es kurz vor Schluss zum Stillstand kommen. Haben wir ja gesehen. Nee, nicht auf der Schwierigkeit schon. Und stellt euch das mal auf einer Tanzmatte vor. Muss man so auf einer Tanzmatte rumhampeln. Das ist ja der Graus. Dabei noch kommentieren, das geht nicht, das muss man mit der Kamera aufnehmen. Damit man das auch sieht. Man kann das eh nicht kommentieren, ich meine, man ist doch aus der Puste, wenn man das hinter sich hat. Erst dann später noch, wenn es noch schwieriger wird. Ich meine, noch kann ich reden, aber beim nächsten Mal muss ich mich schwer konzentrieren, das weiß ich. Es erwartet in den nächsten Schwierigkeitsgraden nicht so viel Commentary von mir während den Liedern. Wow, der ist so auf, der pumpt alles hoch. Ich habe zu früh gedrückt, sorry. Das war nicht das Spiel, das war ich. Ah, die Punktzahl ist auch so. Eigentlich sehr, sehr gut. Okay, jetzt Shere Khan. Shere Khan is in the house. Gratuliere, ist das süß, wenn der da rumhüpft. Die anderen sind ja richtig hässlich, sag ich mal irgendwie. Aber der Kleine ist putzig. Hüpf, hüpf, hüpf. Basi heißt der, ne? Keine Ahnung. So, Shere Khan. Jetzt bist du fällig. Und bitte spiel, bleib nicht wieder stehen, okay? Auch nicht bei Shanti dann. Da hab ich gar keinen Nerv drauf. Ich habe Angst, dass mir die PlayStation bald abschmiert. Bei meiner Xbox 360 kommt das auch des Öfteren vor, dass die stehen bleibt mitten im Spiel. Das ist wirklich schon sehr oft passiert. Gut, die hatte ich gebraucht mal gekauft, aber die PlayStation war meine, die ist meine, die war nie in ihren anderen Händen. Und gut, die ist jetzt auch schon was älter, ich glaube von 2009. Müsste 2009 gewesen sein. Das muss ich ja machen. Mich wundert's, dass. Genau, das fällt mir gerade ein. Wieso ist das Dschungelbuch nicht bei Kingdom Hearts verarbeitet worden? Also, wieso kommt Sora nicht mal in eine Dschungelbuchwelt? So zu Mowgli oder von mir aus auch Baloo und Louis, was weiß ich. Das ist irgendwie komisch. Ich meine, König der Löwen gibt's und ja, Timon und Pumba sind da halt und so, ne?
was für ein Liebler ich bin. Aber Dschungelbuch gibt's nicht. Habe ich echt vermisst bisher. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Schon ein richtiger Kämpfer. Ja, bin ich. Es ist noch einfach, muss ich sagen. Das ist unglaublich. Später wird es auch schwieriger, dann zwischendrin die Pfeile zu aktivieren, um die Herausforderung da. Was ist denn jetzt kaputt? Um die Herausforderung da zu bestehen. Also, sie anzugreifen. Man einfach keine Minute, keine Sekunde zwischendrin Zeit, da muss man echt schnell handeln. Du bist unhaltbar. Du Spitze. So. Die Punktzahl war schlecht. Aber auch, weil man zwischendrin keine Vermehrung hatte mit den Punkten. Irgendwas hatte ich doch am Anfang vom Lied erzählt. Jetzt habe ich es wieder vergessen, was es war. Ah, ist egal. War es doch nicht so wichtig. Das war ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Du hast die höchste Punktzahl. So, jetzt noch Shanti und dann haben wir das auch. Schön. Ach ja, genau, mit meiner Playstation. Ja, die ist in 2009. Ich hab's geschafft. Weil das die zwischen jetzt... 6 Jahre alt ist fast so. Ja, kann man schon mal, ne? Aber sie ist auch schon öfter runtergefallen, weil Wii U und PlayStation 2 stehen auf meinem Bett. Das Bett steht zentral im Zimmer, damit ich, wenn ich hier drauf liege, halt alles um mich rum gleich griffbereit habe. PC, Konsolen, Fernseher, damit alles so schneller geht mit Aufnehmen. Ja, könnte man in gewisser Weise als faul bezeichnen, aber ich habe es mir halt so schön hier gemacht und alles steht um mich rum, was ich brauche. Und da ist natürlich die Konsole, da sie im Bett steht und ich hier auch schlafe, ist ja logisch, schon des Öfteren runtergefallen. Ja, eigene Blödheit. Keine Angst, Mogli. Folge ihr immer im Takt. Aber naja. Die Xbox allerdings nie, weil die steht woanders. Die steht nicht auf dem Bett. Die wird auch gar nicht stehen bleiben, abgesehen davon. Die steht neben dem Fernseher auf so einem kleinen Hocker. Aber die war auch nicht meine, wie gesagt. Die ist, war schon gebraucht. Und die habe ich seit 2010. Aber sie ist schon damals hin und wieder mal abgeschmiert. Und das, naja, kommt viel zu oft vor, leider. Und das sieht es doch, da ist so schön langsam, ist wieder eine gewohnte, eine schöne Abwechslung. Und es ist mir egal, ob es asynchron ist oder nicht. Die Elgato schuld nicht, ich singe im Sound meines Fernsehers. Mit dem Sound meines Fernsehers. Kommst du mit? Halt doch mal den Mund, Örkel. Und falls jemand fragt, kann man den nicht ausstellen? Nein, kann man nicht. Also, wenn ich es könnte, würde ich es machen. Ich brauche den nicht, ich weiß, dass ich gut spiele. Und ich weiß auch, wenn ich schlecht bin. Und bei solchen Spielen bin ich relativ schnell mit mir sauer, wenn ich was vergeige. Nee, mach ich auch nicht. Ich wollte schon drücken. Die verdeckt mir die Pfeile mit ihren Blumen. Kein Bock auf Flower Power. Du bist nicht möglich. Du bist nicht möglich.
beyond the village gate, a whole new life awaits. A whole new way to see, a whole new way to be. It's time to understand. Your place is in your arms. It's time to feel the sun and really have fun. Feel the sun and really have some fun. Naja. Das ist ein Kinderfilm, das sollte man nicht falsch verstehen. Wenn man heute etwas im Fernsehen läuft, ist die reinste Kinderverblödung. Ich bin ja froh, dass das mit SpongeBob so ziemlich ein Ende hat. Zumindest sehe ich es nicht mehr irgendwo, irgendwie, keine Ahnung. Lief ja sonst ewig auf Super RTL und das ist ja jetzt irgendwie auch nicht mehr. Zum Glück. Ja, ich habe auch einen Disney Channel, da läuft auch nur Kram, also dieses neumodische Zeug, meistens mit irgendwelchen menschlichen Schauspielern. Ich finde, Disney-Sachen sollten mit Cartoon-Figuren sein, gezeichnete Figuren. Auch noch nicht mal animiertes, sondern gezeichnetes, wie es halt früher war. Gut, die Dinos konnte man akzeptieren als nicht gemaltes, aber heute da hier Hannah Montana und den ganzen Krampf und alles mit menschlichen Schauspielern. Was ist aus Miley Cyrus geworden? Die ist eine Bitch jetzt heute, muss man einfach so sagen. Ist also Teenie-Star, Kinderstar groß geworden, jetzt ist er eine Bitch und will eben Image da ablegen und macht jetzt einen auf, ach, ich bin so geil. Ne, das ist Quatsch. Das braucht keiner. Dann lieber Cartoon-Figuren, die können nicht arrogant werden und abheben und meinen sie was Besseres. Die sind einfach nur gemalt und gut ist. Das ist wieder das Zeug, das kein Mensch braucht. Kann man das wegdrücken? Wäre echt super froh. Wer abgestürzt, hä? Ich hoffe, du hast Shanti gespeichert. Wenn nicht, mache ich es offscreen. Aber das Video wäre eh vorbei, weil ich Shanti ja jetzt fertig habe. Das ist doch nicht wahr. Es kann doch nicht sein, dass das, wenn ich die Videosequenzen wegdrücke, dass es sofort abkackt. Na egal. Das war der dritte Part vom Schwierigkeitsgrad schwer beim Dschungelbuch Groove Party. Und wie gesagt, dann halt nächste Woche wird was anderes, glaube ich, kommen. Was hoffentlich nicht ständig abschmiert. Und ja, see you next time!